Hallo, willkommen zurück bei einer weiteren Folge Dark Souls 3. Wie man sieht, habe ich volle Leben. Ich war kurz am Lagerfeuer, bin wieder hergekommen. Ich habe von dem kleinen Typen da gerade eine kleine Titanitscherbe bekommen. Hier. Jetzt habe ich 11 statt 10. Und ich habe mir überlegt, ich probiere doch mal die Armbrust. Und ich habe vergessen, Bolzen zu kaufen. Na gut, das ist so. Probieren wir es einfach mal so. Dieser macht physisch mehr Schaden. Das heißt, die ist besser oder wie oder was? Die macht. Moment. Nein. Was war das? Nichts habe ich nur verhört. Die macht tatsächlich mehr Schaden. Weil die macht noch Blitz dazu, okay. Die Reichweite ist aber die gleiche. Gut, dann nehme ich die. Dann habe ich jetzt eine Rollrate von 75. Was soll's? Na dann, probieren wir doch mal. Scheiben. Oha. Ah, jetzt ist sie geladen. Wow. Kann ich einen Kopfschuss machen? Nein. Drei. Die Armbrust macht 3 Schaden. Ich bin gerade überrascht und enttäuscht zugleich. Warum? Wirklich war. Jetzt macht die 12. Wow, muss ich. Muss ich wirklich nah rangehen? Okay, die Armbrust ist viel zu ineffektiv. Ja. Das ist also enttäuschend. Wirklich enttäuschend. Dann werde ich die Armbrust wohl lieber nicht benutzen. Um nicht zu sterben. Ja, schade. Dafür habe ich jetzt einen Essos-Dokon verbrutzelt. Bon voyage. Gut.
Was war der? Wirklich fast schon sehr enttäuschend. Ich dachte, bei einem Drachen macht der Bogen wenig Schaden. Okay, ja. Ist ja ein Drache. Dachte ich mir, macht Sinn, rein mythologisch gesehen, aber. Ui. Ui, 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 ui. Und da gibt es eine Menge Loot. Das sind verzweifelte Seelen, die mir als Leben dienen, wenn ich einen gewissen Ring anhabe. Ja, die gute alte, die gute Artillerie. Ach ja, wie lustig das noch war. Genau, hier war ja noch was. Große Seele eines verlorenen Leichnams. Ihr Mistviecher, ne? Ihr Dreckigen. Und ich bin so entspannt. Ja, ja, ja. Leichen eines großen Leichnams. Bla, bla, bla. Seele. Da hinten rechts. Oh, ja, da wo es. Wo. Ein Stück Holz. Ein bisschen Dach über dem Abgrund da war. Da ist ja auch noch was. Meine Güte, ey. Ich wusste gar nicht, dass Dark Souls ein Horrorspiel ist. Ah, oh, Jumpscare. Da versteckt sich ein Hund hinterm Baum. Und da ist schon der Eingang. Und irgendwo war doch die dicke Frau. Hä? Okay. Oh, da ist mir ein Schachteingang. Dann gehen wir mal da lang. Nachdem ich hier geguckt habe, was es hier gibt. Blut. Oh. So, komm her. Na? Busse geht's. Oh, was hast du? Arbeiterhut. Yay. Da geht's noch rum. Ach, ein Hund. Ich habe mich schon gefragt, was bist denn du? Mann. Ich habe mir schon gedacht, was ist das für ein Vieh mit krummem Bückel. Buckel. Boah. Dark Souls ist ein lustiges Spiel. Oh, was ist das denn hier? Kanalisation? Oh, Skaven! Es sind Skaven. Es sind große Skaven. Dahinter ist nichts. Hier springt nichts von der Decke. Nee. Festus! Festus! Ach krass, was ist da hinten? Da sind Skaven, ne? Im Nebelschein, oder? Ja, da bewegt sich doch was. Ich sehe es doch ganz genau. Da ist eine riesige, fette Mama-Ratte. Oh, die sind eigentlich ganz niedlich. Naja, noch habe ich nicht gesehen, wie viel Schaden die machen.
Da kommt her. Hat die gerade Funken von sich gelassen, als sie die Zähne geknirscht hat? Komm her, ich sehe dich doch. Heilige Scheiße! Boah, wie siehst du denn aus? Okay, mach einen Bauchplatscher. Lol. Au. Nein, feststecken ist tot. Hä? Okay, die hält ein bisschen mehr aus. Wie bist du widerlich? Blutbissring? Oh! 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 Ein neuer Ring. Blutbissring. Erhöht Blutungsresistenz. Hey! Und kann ich sogar noch auswählen. Oh hey, cool! Schön sieht er auch aus. Ja, nice! Wait, habe ich da ge... Oh, das wollte ich nicht... Wait, habe ich da gerade... Habe ich da Blutung bekommen, ganz kurz? Okay. Okay, interessant, interessant. Was ist hier? Öffnen. Verschlossen. Oh, sag mir nicht, es gibt mehrere Level hier. Oh. Okay. Oh. Ja. Ja. Shortcut. 13 Minuten, so viel geschafft, jawohl, so muss es weiterlaufen. Oh, das war's doch schon. Oh, das heißt, um weiter runter zu kommen, muss man von außen irgendwo weiter runter rein. Okay. Also hier. Nix. Hier auch nichts. Hier ist generell nichts, okay. Hier ist aber auch nichts, ne? Scheinbar nein. Eigentlich müsste ich draufhauen, aber ich möchte nicht. Ach komm, fürs Let's Play. Allerdings. Das wollte ich nicht. Da ist nix. 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 Let me in. Let me in. Let me in. Okay. Da ist nix. Gut, das war's. Weiter geht's. Na, hoch. Hopp, 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 hopp. Ja. Ich nehme mal an, um weiter runter zu kommen, muss ich da weiter runter hin. Ja, erstmal gehe ich hier lang.
da wo die drei Obsthändler stehen. Oh, die kommen ja. Oh. Challenge Time. 2 gegen 1. Los. LOL, was? Was? Oh, was? Oh oh. Okay. Okay. Hey, der Blutungsring macht ja was. Au. Ja. Der macht scheinbar wirklich was. Der macht sehr gut was, glaube ich. Au. Nein. Na gut, einer ist fast down. Das klappt besser als erwartet. Und das ist ganz gut. Habe ich gesagt, das klappt besser als erwartet? Hä? Wo geht der da? Ach, da ist... Ja, schau mal, was da unten ist. Okay. Was? Da ist noch eine Kristallhexe. Ich glaub's ja nicht. Hier sind 2. Oha. Okay. Also mir hat sich soeben offenbart, dass es... ...da unter irgendwie weitergeht, rausgeht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Typ da reingerannt. Ich glaube, um da runter zu gehen, muss ich hier irgendwo rein. Boah, dass die aber ihren Krug nach mir werfen, das habe ich echt nicht erwartet. Hallo? Bist du freundlich? Nein. Kann ich runterfallen? Du kannst ruhig runterfallen, meinetwegen. Das ist kein Krug, das sind keine Früchte, das ist Fleisch. Glaube ich. Es ist auf jeden Fall blutrot und blutig. Ja. Nein. Mamma mi mamma ni na. Mamma mi no mi ni ma. Da muss reichen. Ha. So, ist hier nichts, was mich überrascht? Nein. Große Seele eines verlorenen Leichnams. Ja. Ja, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Da ist was, ich wusste es. Ha! So, was hast du? Köderschädel, 3. Hat wohl nicht funktioniert mit dem Schädel, was?
Gut, 20 Minuten, ich würde sagen, das war's mit dieser Expedition hier. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und dahinter geht's weiter. Oh, wie groß ist das Level noch? Okay, wir sehen uns nächstes Mal wieder, in der nächsten Folge. Ciao. Ich gehe dann zum Lagerfeuer und dann, ja, tschüss. Ah. Ja, die Folge ist vorbei. Ihr könnt eigentlich abschalten. Ich meine, es wird nichts weiter jetzt passieren. Außer ich gehe zum Lagerfeuer und dann mache ich die Aufnahme. Dann beende ich die Aufnahme und sonst nichts. Ja.